Nur wer den Garten sorglich pflegt, weiß auch, dass er ihm Früchte trägt, sagt schon ein deutsches Sprichwort. Da aber nicht jeder einen grünen Daumen hat oder die Zeit und die Lust dazu, sich ausgiebig um Blumen, Bäume und Sträucher zu kümmern, bleiben viele Flächen ungenutzt und eben ohne Früchte. Es sei denn, man überlässt das Gärtnern anderen, so wie in der US-Metropole Los Angeles. Die Straßen von Los Angeles und mittendrin ein Gemüsebeet. Mangold, Grünkohl, Basilikum, Tomaten, alles im Vorgarten eines Wohnhauses. Jemiah Harkins und seine Helfer gärtnern da, wo in der Großstadt noch freie Flächen sind. Klein und dezentral. Die Besitzer der Flächen bekommen dafür einen Anteil vom Gewinn. Wir brauchen besseres Essen in Los Angeles und wir haben die freien Flächen dafür. Warum pflanzen wir dann nicht Gemüse an und verkaufen es an die Nachbarn? Das ist nachhaltig, frisch und lokal. Für $50 im Monat bekommen die Kunden jede Woche etwa 3 Pfund Gemüse. 50 Abonnenten hat Jemiah schon, 50 weitere stehen auf der Warteliste, alle aus der Nachbarschaft. Ich finde, Jemiah macht einen tollen Job für die Gemeinschaft. Und nicht nur für die Anwohner, sondern auch für die Obdachlosen, die es hier gibt. 10% der Erträge werden gespendet. Das ist eine großartige Sache für uns alle hier. Früher hatte Jemiah einen Job im Finanzwesen. Jetzt will er sich ganz aufs Gärtnern konzentrieren. Eine zweite Anbaufläche in der Nähe ist schon in Planung. Irgendwann sollen es einmal 400 sein. Platz genug dafür wäre da. Tja, Nadja, hast du eigentlich einen grünen Daumen? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht so, weil in einer Großstadt mit kleinem Balkon weiß ich gar nicht, ob ich so die Gärtnerin bin. Ist ja tatsächlich auch immer eine Platzfrage, ne? Mit den Gärten ist es so eine Sache. In Los Angeles, da sind die Vorgärten tendenziell viel größer als hierzulande. Ja, eben. Und wenn man trotz großem Vorgarten keine Lust auf Gärtnern hat, kann man das ja anderen überlassen. Die Straßen von Los Angeles und mittendrin ein Gemüsebeet. Mangold, Grünkohl, Basilikum, Tomaten, alles im Vorgarten eines Wohnhauses. Jemiah Harkins und seine Helfer gärtnern da, wo in der Großstadt noch freie Flächen sind. Klein und dezentral. Die Besitzer der Flächen bekommen dafür einen Anteil vom Gewinn. Wir brauchen besseres Essen in Los Angeles und wir haben die freien Flächen dafür. Warum pflanzen wir dann nicht Gemüse an und verkaufen es an die Nachbarn? Das ist nachhaltig, frisch und lokal. Für $50 im Monat bekommen die Kunden jede Woche etwa 3 Pfund Gemüse. 50 Abonnenten hat Jemiah schon, 50 weitere stehen auf der Warteliste, alle aus der Nachbarschaft. Ich finde, Jemiah macht einen tollen Job für die Gemeinschaft. Und nicht nur für die Anwohner, sondern auch für die Obdachlosen, die es hier gibt. 10% der Erträge werden gespendet. Das ist eine großartige Sache für uns alle hier. Früher hatte Jemiah einen Job im Finanzwesen. Jetzt will er sich ganz aufs Gärtnern konzentrieren. Eine zweite Anbaufläche in der Nähe ist schon in Planung. Irgendwann sollen es einmal 400 sein. Platz genug dafür wäre da.